Ja, hallo Leute und herzlich willkommen bei Wurm Online. Wir sind wieder da. Ja, und zwar hier auf dem Dach von unserem Rathaus. Kuckuck, hallo Welt, hallo. Und hallo Kasi. Ja, hallo und schönen guten Tag, guten Abend oder guten Morgen. Genau, was auch immer gerade bei euch ist. Hallo, how are you? Hey, cool. Man kann sogar auf die Entfernung wie... Fall da bloß nicht runter. Jetzt mich fast runtergesemmelt. Wahnsinn. So, climb down, climb down. Zip. Ach, ich sehe gerade, wir haben einen kleinen Gast hier. Einen kleinen Gast haben wir hier? Ja. Der steht draußen vorm Tor. Ich hol dir mal eben kurz rein. Ach ja, hey. Old Huge Spider. Wollen wir die mit aufnehmen hier? Ja, komm schnell, der rennt, der rennt. Ah! Wie, du hast doch wohl keine Angst vor so einer komischen Spinne, oder? Komm, ja. Ich bin voll beladen, ich kann nicht so gut laufen. Siehst du? Ich auch. Ich habe 51 Kilo dabei. Krasse Scheiße. Ah, es macht uns natürlich nichts aus, wir greifen trotzdem an. Gib ihm! Genau. Also ich meine, wir verstecken uns zwar natürlich feige hinter den Spirit-Templern, aber wir greifen sie an. Und sie stirbt schon. Na klar. Na? Gleich voller Action hier am Anfang. Yeah. Tod. Oh, das erinnert mich an Black and White. Tod. Tod. Guck mal. Guck mal hier. Hallo. I. Das Kalb steht im Bullen. Ja, hallo. Das meinte ich ja gerade vorhin. Der Bulle mit zwei Schwänzen. Warte mal, ich hol die da mal eben kurz weg. Das sieht ein bisschen komisch aus. Irgendwie, ja. Na komm, ja. Na komm, anderes Thema. Na komm. Nicht, dass ich hier einen YouTube-Strike kriege oder sowas hier. Ja, was haben wir denn hier? Wir haben hier drei Pferde. Voll cool. Kuckuck. Das ist Kasi seins. Ja, Daisy Chopper. Das hier ist so... Das ist deins. Quasi meins, ja. Und das hier wird dann wohl von Xadrox sein. Schätze ich mal, genau. Ne? Genau, eine fette Kuh haben wir, eine fette braune Kuh. Und einen fetten Bullen. Na, der ist noch jung. Ja. Und da steht noch ein Kalb. Oh, hey, mir fällt gerade... Ha, sieh mal einer an. Mir fällt gerade erstmal auf, dass das Pferd hier jetzt auch erwachsen ist. Das war ja vorher auch adolescent. Jetzt ist es richtig, richtig erwachsen und so. Ja, jetzt darfst du es auch reiten. Ich konnte es vorher auch schon reiten, das war kein Problem. Das sah nur, schwer behindert aus, ja. So, wer ist denn da gerade vorbeigelaufen? Hallo, Xadrox. Mal zuwinken. Hello, how are you? Hello, hey. How are you? Er denkt sich jetzt auch, what the fuck? Ach, der nimmt derweil die Spinne auseinander. Ja, muss er ja auch, weil das ist ja unser Koch hier. Richtig. Bei uns gibt's nämlich heute wieder lecker Spinnensuppe. Spinnensuppe. Ja, ist doch so. Der schaut geil aus. Ich mag diesen Pumpkin, der ist cool. Ja, und wie ihr seht, hat sich hier einiges getan seit der letzten Aufnahme. Das ist irgendwie immer. Irgendwie tut sich immer einiges. Aber hier ist richtig schick geworden. Richtig, richtig schick. Pass auf, ich gehe jetzt nochmal hier. Zack. Gehe ich nochmal hier so ein bisschen raus. Und noch ein bisschen mehr raus. Und nochmal weiter raus. Nein, ich zeige jetzt nicht wieder den Trollkönig. Den habe ich letztes Mal schon ganz stolz gezeigt. Ja. Was sind da hinten? Ah, eine Spinne. So. Lass die draußen. Ja, die ist weit weg. Da bin ich jetzt zu faul, da hochzulaufen. Ja, das schaut doch schon mal richtig schön aus. Richtig schick. Ha, mit Mauern und Scheiß und Klump und allem drum und dran, wobei die Mauern noch nicht ganz fertig sind. Die sind seit wie lange in Bearbeitung? 2 Wochen oder sowas? Ja, 2 Wochen. Pff, krasse Scheiße. Da. War was? Nein. Ja, auf die Seite ist er jetzt schon fertig, wo du gerade drauf zuläufst. Und wenn du jetzt komplett nach hinten durchläufst, da ist ja auch noch ein Tor. Das Tor steht schon, aber die Mauer ist noch nicht da. Naja, Mai, das braucht einfach Zeit. Das braucht Zeit.
Ja, aber hier ist es schon richtig, richtig schick geworden. Bei mir ist jetzt in letzter Zeit natürlich, war es in letzter Zeit ein bisschen schwierig von der Zeit her. Ich arbeite momentan so, ja, so kann man sagen, eigentlich sechs Tage die Woche. Und durchaus so zwischen 12 und 15 Stunden pro Tag. Von daher sind die Let's Plays natürlich ein bisschen flach gefallen und generell Wurm eigentlich. Aber Kasi und Xadrox hier haben mich super vertreten. Also, ja. Vor allem die Schneiderei ist jetzt endlich mal weg hier. Ja, ja. So ganz kurz bevor ich 21 Körperstärke hatte, die ich ja brauche, um irgendwelche Gebäude einzureißen, hat Xadrox das einfach niedergerissen, weil der dann nämlich auch die 21 erreicht hatte. Und naja, auf jeden Fall, ja doch, Xadrox, richtig. Nee. Nicht? Beide. Beide, ah, okay, du bist auch bei 21. Ich bin schon drüber. Na, sehr schön. Hey, ich hole mal den schwarzen Wolf her. Komm mal. Oh, der ist aber schnell. Na? Und wieder essen. Oh, der läuft. Seit wann laufen die? Oh, der läuft ziemlich schnell sogar. Komm. Ja, gleich an dem Gebäude von unserem neuen Mitbewohner. Genau, wir haben jetzt nämlich einen neuen Mitbewohner. Und wir haben noch einen in der Warteliste. Also was heißt in der Warteliste? Wir warten quasi auf ihn, dass er kommt. Ja, der... Mach mal nicht so einen Krach hier, scheiß Wolf. Der ist zufälligerweise auch durch die Let's Plays von mir auf das Spiel aufmerksam geworden. Oder verzettel ich mich jetzt da? Nee, du verzettelst warte. Dich jetzt. Der neue, genau. Der Mad Dog, der gekommen ist, der ist genau. Auf die Let's Plays aufmerksam geworden. Und der neue, der jetzt kommt, durch Werbung in Facebook, sag ich jetzt mal so. Ja, genau. So haben wir es. Jetzt ist richtig. Genau, und also man kann sehen, hier tut sich langsam aber sicher mal richtig was. Wir können ja bis zu 47 Bewohner hier mit unserer Deed-Größe quasi aufnehmen. Und ich glaube, das schaffen wir, oder? 47? Ja gut. ja... Ich glaube, ich fange mal an, ein Hotel zu bauen oder so, ne? Ja, 47 kann schwierig werden vorerst, aber hey. Klein anfangen, stark nachlassen. Oh, genau. Und der Xadrox macht hier gerade Schießübungen. Nice. Oh, jetzt nimmt er einen Bogen, jetzt spannt er und was trifft er? Ja, stell dich mal mit einem Apfel auf den Kopf da hin. Aua. Hat er dich erwischt? Nein. Er kann mich nicht erwischen, PvP ist aus. Den Apfel auf den Kopf. Ja, Apfel auf den Kopf gibt's leider nicht. Das ist das Problem. Aber ich würd's machen. Siehst du mal, so vertraue ich euch. Ja, und wie man sieht, wir haben jetzt hier jede Menge Dreck gelagert. Oh ja, Dreck haben wir genügend. Wenn irgendjemand Dreck braucht, meldet euch. Kein Problem. Ja, kostengünstig abzugeben. Genau. Oder je nachdem, wenn es uns stört, auch zu verschenken, mein Gott. Ja, damit kann ich auch leben, ist jetzt nicht so schlimm. Hier haben wir ja auch noch Dreck drin. Ja, drei Kisten mittlerweile voll. Wahnsinn. Wahnsinn. Was haben wir noch? Hier liegt über Zeug rum. Sitze. 10 Sitze. Cool. Ja, ich bin ja Schiffsbauer. Lass die da schön stehen. Ja, behalt die ruhig, die Sitze. Aber die gehen irgendwann kaputt, gell? Weißt du? Ja, ich weiß. Die haben schon bis zu 84 Damage. Also einer geht jetzt gleich bald kaputt. Ach, stört mich nicht. Ja. Ja, und der Stall hinten ist hier weg, da wo ihr letztes Mal gesehen habt. Richtig, da hat er sich jetzt ein bisschen ausgebreitet. Ja, ein bisschen nur. Minimal. Genau, das Pub hier oben ist weg. Das ist nicht mehr da. Da sind wir vorher drin gewesen, das ist jetzt da hinten, hinterm Lagerhaus. Genau, und hier haben wir natürlich genau unser Deed eingegrenzt. Wir können es leider nicht erweitern. Wir wollten eigentlich die ganze Zeit immer wieder erweitern. Aber das funktioniert leider nicht, weil andere Deeds im Weg sind. Aber ich denke mal, wir haben jetzt hier auch erst einmal genügend Platz. Ich bleib da stehen. Ja, ich habe nämlich eine ganz kleine Überraschung. So, ich bleib stehen. Ich stehe.
Wo bist du? Ich komme um die Ecke. Er kommt um die Ecke. Ah, Alter! Der Kasi. Ist, glaube ich, bei Xadrox vorbei. Jetzt jage ich dich. Er geht gleich weg, guck. Alter, krass. So, jetzt jage ich den Xadrox. Der haut ab, der haut wirklich ab. Warte, ich mach das jetzt auch. Was? Hast du auch noch einen Potion? Ja. Ja. Alter, was bist du denn für ein Vieh? Ich weiß nicht, was bin ich? Ein Doppelköpfiger. Ein Doppelköpfiger. Ey, wenn du das sehen könntest. Ey, ich mache jetzt einen Screenshot und blendest du ein, ja? Ja. So, ein Screenshot gemacht. Okay, warte, wie geht der F11, oder? Ja. Okay, genau. Ja, du bist ein Troll übrigens. Ach, schade, du siehst viel cooler aus irgendwie. Du hast nicht zwei Hände, du hast da irgendwie so zwei Keulen. Okay. Musst du runtergucken, dann siehst du das wahrscheinlich. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Das sieht aus wie Humpty Dumpty aus hier. Humpty Dumpty? Wer ist denn Humpty Dumpty? Ja, kennst du nicht Alice im Wunderland? Ach Gottchen, damit kannst du mich jagen, ich weiß nicht, Marke. Ey, hier, ich kann hier oben hinsehen, guck. Ja, du bist auf einmal irgendwie so groß, ne? Kannst du über die Mauer gucken. Ja, ich stehe über der Mauer. Kann ich auch kämpfen jetzt wie ein Troll oder was? Das wäre natürlich mal interessant zu wissen, warte, ich pull mal kurz eine Spinne. Ja, ich mach das auch jetzt. Kommen die zwei Monster hier raus? Ich hoffe nur, die Tower Guards greifen uns nicht an. Oh ne, lass mal, geh da bloß nicht zu nah ran, ey. Ach. Nee. Ey, wie lange hält denn das überhaupt? Ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe, dass es jetzt nicht mitten im Kampf auf einmal aufhört. So, 2 Minuten 45 Sekunden habe ich noch. Ja, schnell wieder zurück, sie kommt. So. Gucken wir mal. Bei mir hat's aufgehört. Okay, ich lauf weg. Bei mir hat's aufgehört. Schade. Wo bist denn du jetzt? Hinter dir. Ich stehe immer hinter dir. Ein Troll, der vor eine Spinne wegläuft. Das ist ja mal was. Ja, die ist immer noch da. Verpiss dich. Ja, die ist die ganze Zeit bei dir da. Ja, das Problem ist, die hat mir irgendwie am Bein wehgetan. Jetzt bin ich langsam. So, ja, jetzt geht's wieder normal. Ich lass das Tor offen. Na komm, put. Oh. Ja, die geht dreht nicht ab durch. Vor mir, die dreht ab vor mir. Nee, die geht da nicht durch. Weil sie nicht durchkommt. Und warum dreht sie denn ab vor mir? Jetzt hat sie mich. Ja, siehst du? Die kommt da nicht durch. Ich greif die jetzt an, scheiß drauf. Ja, komm, mach mal. Wurscht. Aber ich sollte vielleicht mal meine Klamotten anziehen. So. Jetzt zeige ich wenigstens Rüstung, ne? Ja, machen wir zu zweit mal ohne Guards hier was kaputt. Oh. Nicht gut? Nicht gut. Ja, die kriegen wir schon platt hier. Die ist rounded. Hast du wie viel Life hast du noch? 75%. Na, also. Ich habe ja auch du? Noch zwei Healing Covers dabei. Ich habe 91. Zwei jetzt. Healing Covers habe ich dabei, das heißt, ist 54. Alles. Oh, ja, dann wird's knapp. 47. Geh lieber ein Stückchen zurück, dann. 38, ich hau ab. Ja, hau ab, dann greift sie mich an. Jetzt kann ich. Nee, ich kann nicht mehr. Ich habe nur noch 20%. Nee, jetzt kannst du wieder mit draufhauen, denke ich mal. Weil jetzt greift sie mich an.
Aber die ist jetzt eh weg. Ja, geht doch. So, Bleeding, das ist nicht so schön. Komm her. Heil mich. Ja, ja, das kriegen wir schon hin. Genau, jetzt Legs, Bite. Jetzt sehen die auch, jetzt sehen die eine Bad Wound. Oh. Bad ist ziemlich übel. Aber ja, das macht ja nichts. Aber war gerade lustig, du. Ja, hatte was. Ah, schade, ich dachte, ich werde der Drache. Ah, ich fand meinen ziemlich cool. Der hat mir schon gefallen. Wie gesagt, den blendest du nachher mal ein. Na, auf jeden Fall. Dann sehen die anderen das auch. Mhm. Wir hätten jetzt eigentlich für ein Gruppenfoto nebeneinander stehen sollen. Oh, ich kriege roten Rand. Kriegst roten Rand? Ja. Also ich habe noch ein Healing-Cover, das eine hat nicht funktioniert. Ja. Gut, dann heile ich mich eben mit Wolle. Ja, aber nicht bei der Bad Wound, das funktioniert nicht. Du hast eine am Bein. Bein. Die hat 40 Damage. Krasse Scheiße. Aber ist kein Problem, wir haben Zwiebeln. Ansonsten mache ich das, was ich immer mache. Nee, Zwiebeln und Korn haben wir genügend, also ich kann dir auch noch ein paar Healing Covers bauen. Muss ich noch. Komm mal mit. Ich heile mich dann schon mal mit den anderen Wunden da. Genau, mach mal die anderen Wunden, dann kommst du mal hier rein ins Dings, ins Pub. So, Korn, nehmen wir mal 5 und Zwiebeln. Haben wir 2 Stück. Bäh. Das passiert, wenn man übermütig wird. Genau. Und das waren wir gerade definitiv. Ach, Schmarrn. So, schauen wir mal. Healing Cover. Was kann man da noch machen? Okay, hier haben wir noch eins. Bei Bisswunden am Torso. Eine ist schon weg. Komm mal her. Ich warte. Okay, ja, passt schon. So. Look, Equipment. Zack, zack, zack. So, Torso habe ich geheilt. Mhm. Mit simpler Wolle. Mhm. So, Arm ist auch verbunden. Das Bite Medium kann ich ja schon machen, ne? Medium kannst du machen, ja. Es besteht aber eine Chance, dass du es dadurch schlimmer machst, wenn du es nur mit Cotton behandelst. Egal. Ja, die ist relativ klein, die Chance. So, jetzt schauen wir mal. Schwarzer Pilz und Gland oder Hart? Schau mal, haben wir irgendwo Glands? Nee, die schwarze Pilze. Nee, rote Pilze haben wir. So, das Leicht ist bandagiert. Okay. Healing Cover. Jetzt müssen wir mal schauen hier. Zip. So. Dann bandagiere ich dich mal, während du mich bandagierst. Bandagieren uns gegenseitig. So, Lovage, Rosemary und Tooth. Schau mal, haben wir Rosmarin? Einmal. Und einen Zahn. Ah ne, Lovage haben wir auch gehabt hier. Zip. So, dein Fuß ist verbunden, jetzt kommt deine linke Schulter. Ja, das ist Killef jetzt hier. Das ist, ja toll, ist nicht groß genug. Nein, nicht dahin. Komm völlig durcheinander hier. So, was können wir da noch nehmen? Nesseln. Das ist nicht verbunden.